Hallo liebe Leute da draußen, schön, dass ihr euch auch dieses Video anschaut aus unserer Let's Play-Reihe von Call of Duty 2. 1941. Der Wüstenfuchs, ein deutscher Feldmarschall, trifft in Libyen ein, um das Kommando über das Afrikakorps zu übernehmen. Innerhalb weniger Monate nimmt der neue Stern am Himmel der deutschen Armee die Gebiete ein, die vor seiner Ankunft vom britischen Commonwealth besetzt wurden. Obwohl sie eigentlich deutlich in der Unterzahl sind, gelingt es dem Afrikakorps mit der überlegenen Reichweite und Panzerung seiner Panzer, es mit den Alliierten aufzunehmen. Im Juli 1942 drängen der Wüstenfuchs und sein unaufhaltsames Afrikakorps in einer Reihe klassischer Blitzkriege die britischen Truppen nach Osten durch die Wüsten von Libyen bis nach Ägypten. Jetzt, Ende 1942 und rund 100 Kilometer vor den Toren der ägyptischen Hauptstadt Kairo, bereiten sich die Truppen des britischen Feldmarschalls Montgomery, zu denen auch die Desert Reds der 7. Panzerdivision gehören, auf den Widerstand gegen die deutsche Offensive vor, um die Initiative zurückzugewinnen. Ja, wir wissen ja, die russischen Kampagnen sind beendet. Und wie wir nun in diesen kleinen Filmchen mitbekommen haben, werden wir wahrscheinlich für die britischen Streitkräfte nun aufs Schlachtfeld gehen und mal gucken, was uns in der ersten Mission erwartet. Sie müssen die halbe britische Armee geschickt haben. Queen Six, hier ist King Six. Feindliche Panzer verlassen das Depot. Setzen zum Angriff an. Ende. Das ist das, Männer. Unsere Köder sollten diese Panzer ablenken. Also, wir sind hier in der Wüste und müssen nun... Hell? Ups. Und müssen nun hier vom Berg springen. Das ist ja... Oder haben wir keinen Schaden genommen? Hui! Oh. Na, gut. Jetzt gehen wir mit gebrochenen Knöcheln voran und ja. Unsere Leute hier vorne kämpfen anscheinend schon ordentlich. Und wir müssen nun... Ja, ich weiß gar nicht, wo sind der... Hä? Was ist das denn? Wieso sind das denn böse? Hä? Sind das böse? Ach so! Ich dachte gerade, das wären unsere Leute, die das jetzt hier verteidigen. Okay. Nee, das sind unsere. Aha! Okay, okay. Von den Waffen her haben wir wohl... ähnliche. Oh Gott, ich... Oh, scheiße, nein, 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 das schaffe ich nicht. Doch, ich schaff das. Von den Waffen hier haben wir wohl ähnliche wie bei den russischen Kampagnen. Sind halt nur ein bisschen anders aufgebaut. Die hier, die scheint mir wie meine Lieblingswaffe da zu sein. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und die hier scheint mir wie die... naja, ein Treffer- und Todwaffe zu sein. Nur eben in der gelben Farbe. Ja, wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier am Anfang gleich ein bisschen ablos. Denn ich hatte ja eine kurze Pause gemacht. Musste ich. Seit Mittwoch, jetzt haben wir Sonntag, seit Mittwoch habe ich nicht mehr gespielt. Und ja, am Mittwoch hatte ich eben dann auch gleich ein paar Folgen extra aufgenommen gehabt. Damit ihr trotzdem bis Samstag genügend... Sachen zum Anschauen vorfindet auf YouTube und natürlich in unserem Forum. Und ja, dabei ist mir, ihr habt es ja schon mitbekommen, leider ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar ist Volk... Oh Gott, wie viele Feinde sind denn hier? Ups. Und zwar Folge 6 und Folge 7 haben leider eine schlechte Qualität. Das tut mir wirklich leid. Ist auch das erste Let's Play, da haut nicht immer alles hin. Muss ich mich, bam, mit der Technik auch erstmal wieder ein bisschen, was heißt wieder, zum ersten Mal ein bisschen vertraut machen. Ich habe das denn bei Folge 8 ein bisschen geändert, andere Einstellungen genommen und da diese Folge, Folge 8, könnt ihr dann zum ersten Mal auf dem HD sehen. So soll das auch bleiben, auch bei dieser Folge, Folge 9 müsstet, ja, es ist nur Folge 9, die wir jetzt hier gerade spielen. Und ich denke mal, das wird ja dann noch mehr Spielspaß
sein oder eben Spaß zum Zuschauen. Das Wichtigste ist ja sowieso, dass wir hier bei der Aufnahme, ich beim Spielen und ihr beim Anschauen, dass wir da alle richtig viel Spaß dran haben. Bam! Tipps und Tricks, Wünsche, Anregungen, Feedback allgemein könnt ihr natürlich jederzeit gerne stellen, am besten in unserem Forum. Da würden wir uns alle sehr drüber freuen, ich mich natürlich insbesondere. Und ich versuche das dann natürlich auch umzusetzen. So, jetzt klopfen wir mal an. Klopf, klopf. Hallo. Mach Tür auf. Danke. Ist da auch einer? Was, der dicke Willi? Der dicke Willi? Hat er das gerade gesagt? Captain Price? Also ich muss dazu sagen, die Einzelspieler... Kampagnen habe ich auch bei den anderen Call of Duty Teilen nicht so ausführlich gespielt. Meistens dann immer online. Deswegen von der Geschichte her, jetzt weiß ich gar nicht, wo wir hin müssen. Von der Geschichte her kenne ich mich da auch nicht so. Oh shit, nein! Wir sind auf eine Mine getreten und gestorben. Lol. So, deswegen kenne ich mich eben mit den Geschichten von Call of Duty, was Einzelspiele an so angeht, auch nicht wirklich gut aus. Aber Captain Price kommt mir jetzt als Name richtig bekannt vor. Zumindest glaube ich bei Teil 4. Daher kenne ich den Namen. Wir gucken mal, ob er das ist. Vielleicht erkennen wir ihn ja wieder. Vielleicht hat er sich auch schon zu sehr verändert. Bis zu Teil 4. Wir werden es gleich wissen. So, was machen wir jetzt? Zerstören Sie die Munitionslager. Da sind noch drei übrig. Und zerstören Sie die Treibstofffässer. Das sind bestimmt die hier. Mal gucken. Mehrere goldene Sterne auf dem Kompass bedeuten, dass Sie die Ziele in beliebiger Reihenfolge erfüllen können. Das kennen wir ja schon. Und zwar von der Mission Pipeline. Da haben wir das gelernt. Ups. So. Was ist... Ah, das ist jetzt hier... Was ist das? Munitionslager. Bam, da legen wir mal was hin. So. Räumen wir hier mal auf. Wie die Helme mal abfliegen, ist echt lustig. Ja, aber es scheint mir so, als wenn diese britischen Kampagnen... Oh shit, jetzt wird's eng. Nein, nein. Shit. Schade. Wo sind wir jetzt? Jetzt... Ja, ich glaube, viel haben wir nicht verpasst. Ja, es scheint mir, was ich eben gerade zu Ende noch... Das ist ein Feind. Sagen wollte, dass mir... Dass diese... Das ist ein Feind. Dass die britischen Kampagnen hier actionreicher sind. Mehr Spannung. Mehr Kampf. Mehr Feinde. Beinhalten. Und mehr Verwirrung, denn ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hin muss. Kompass. Genau. Der Kompass hilft doch. Da, warte, ich habe Captain Price gelesen. Der mit dem roten Hut hier, mit der Mütze. Ich will die Bunkertür offen sehen. Das ist er. Den erkenne ich doch am Bart. Hat sich ja nicht toll verändert. Hi, Captain Price. Erkennst du uns wieder? Was warten wir denn jetzt? Achso, ich muss hier wohl wieder was ranlegen. Oh! Überprüfen Sie den Bunker. Hallo? Ich dachte, ich soll das ranlegen und jetzt Leute, Leute, habt ihr Glück, dass ich meine extra Schutzweste anhab. Ansonsten wäre das jetzt hier wohl voll in die Hose gegangen. Ne, hier geht's. Na, wir warten mal, bis die Granate explodiert. Jetzt müssen wir... Aber irgendwie schicken die uns immer vor, ne? Ja. Wow!
Drecksarbeit müssen wir machen. Wow, wow, ey, halt, Mann! Einer weniger. Bam! Bam! Hier liegt ja auch entspannt da. Oh oh. Ja, das ist eine krasse... Oh. Aber die haben echt coole Brillen auf, ne? Feind am Boden. Bam! Bam! Ich will deine Brille haben. Hä? Wie hat denn da geschossen? Ey, ich muss hier wohl alles alleine machen, oder? Ja, komm, guck doch nicht so. Das kann nicht wahr sein. Hier war aber noch einer. Noch einer. No, boah, was? Wieder überall verrückte Leute hier. Oh, was ist das? Drücken Sie F, um die Dokumente aufzunehmen. Machen wir. Dokumentos haben wir aufgenommen. Dum, 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 dum. Jetzt müssen wir zurück aus diesem Lab. Ist das ein... noch ein Böser? Der liegt auch so entspannt da. Hm. Der auch. Der zieht ein komisches Gesicht. Hm. Und ihr? Tch. Naja. Also, wo müssen wir hin? Captain Price. Da bist du ja. Man braucht uns in der Stadt, Sir. Deutsche Panzer scheinen sich von Osten her unserer Position zu nähern. Oh. Sieht nach einem verdammt harten Kampf aus, Jungs. Bringen Sie uns weg, Private. Ja, die Stimme hat er. Auch im Teil 4. Hat sich nicht so groß verändert. Nur die Mütze hat er nicht mehr. Es ist töricht und falsch, die Gestorbenen zu betrauern. Wir sollten lieber Gott danken, dass diese Menschen leben durften.